Hallo und herzlich willkommen bei Windows Party. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie die Datenträgerüberprüfung deaktivieren können. Wenn Sie einen Fehler haben mit Ihrer Festplatte und den PC starten, kommt immer wieder die Meldung, dass der Datenträger überprüft werden muss. Das ist manchmal sehr nervig und nimmt sehr viel Anspruch in Zeit. Diese Anleitung ist übrigens für Windows 7 und für Windows 8. Als erstes können Sie natürlich die Festplatte auf Fehler überprüfen, wie das geht, zeigen wir Ihnen. Wir haben jetzt Windows 7 als Betriebssystem. Bei Windows 8 wählen Sie hier den Explorer. Und dann haben Sie hier den Punkt Mein Computer. Ja. Bei Windows 7 wählen wir hier natürlich hier die Festplatte. Oder halt in diesem Fall Computer. So. Dann klicken wir die Festplatte an mit rechts und sagen Eigenschaften. Und dann haben wir hier Tools. Und jetzt können wir hier natürlich auch Fehler überprüfen, die Festplatte. Ja. Falls Sie das machen und es kommt trotzdem immer wieder die Datenträgerüberprüfung, dann zeigen wir Ihnen, wie das geht mit einem Eingriff in die Registry. So, wir schließen das Ganze alles. Wie gesagt, diese Anleitung ist für Windows 8 genauso wie für Windows 7. Einfach nur hier auf den Explorer und dann mein Computer. Ansonsten hier natürlich über Start und Computer. So, wir tippen hier Windows und R. Und geben hier Regedit ein. Jetzt sind wir in Registrierungseditor drinnen. So, wir minimieren das Ganze mal. So, diese Punkte haben wir hier. Ich habe mir das Ganze jetzt mal hier notiert. So, wir wählen hier Aki Lokalmaschine aus. Der nächste Punkt ist System. Dann haben wir hier Current Controls Set. So, Current Control Set. Dann haben wir hier Control. Dann haben wir hier Session Manager. So, das suchen wir auch. So, und dann haben wir hier Session Manager. Hier müssen wir jetzt den Punkt Boot Execute suchen. Ich habe hier natürlich jetzt diesen Punkt, wie Sie sehen, nicht. Dadurch, dass ich ja keinen Fehler auf meine Festplatte habe. Wenn Sie aber hier diesen Punkt Boot Execute haben, ja, dann müssen Sie hier jetzt natürlich Folgendes machen. Und zwar müssen Sie hier den Punkt Auto CHK umändern in Auto CHK, dann Doppelpunkt und C. C ist natürlich für Ihre Festplatte. Wenn Sie sagen, ich habe einen Fehler mit den Festplatten C, D und E, dann sieht das Ganze so aus. Auto CHK, Doppelpunkt C, D und E. Wenn Sie das gemacht haben, dann einfach nur den Registrierungseditor schließen, neu starten und schon kommt die Meldung. Nicht mehr, Sie haben dann diese lästige Meldung deaktiviert. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power.de Team.